ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's heute echt gar nicht gut. Heute ist der dritte Tag Ramadan. Es fällt mir echt schwer. Ich habe echt Riesenhunger heute. Wallah. Ich bin auch sehr, sehr nervös. Und auf dem Hassmodus, auf dem Hassvögel. Jenny, aber genau das sind diese Momente, die einen auszeichnen. Und das sind diese Momente, die wir eigentlich suchen sollten in Ramadan, auch wenn sie schwierig sind. Warum? Weil genau das der Moment ist, den wir aus Überzeugung und aus Glauben machen. Jetzt gerade sieht mich keiner und hört mich keiner. Ich könnte essen und mich vollstopfen, gleich zum Mädchen gehen und keiner weiß davon, dass ich mir Fasten gebrochen habe. Aber genau in diesen Momenten, wo es richtig schwierig ist, für mich zumindest jetzt gerade, weiß ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Quran sagt, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Und weiß er denn nicht, dass Allah ihn sieht? Und alhamdulillah, wir wissen, dass Allah uns sieht und wir wissen, dass Allah uns genau in diesem Moment sucht. Und aus Überzeugung zur Belohnung und aus Überzeugung zum Glauben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala essen wir in diesen Momenten nicht. Und als kleine Motivation, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Fastende freut sich zweimal. Einmal, wenn er sein Fasten bricht, wir wissen es auf einmal zu schätzen, ein Stück trockenes Brot zu essen und freuen uns. Wir wissen es zu schätzen, ein Glas Wasser, einfaches Glas Wasser zu trinken, obwohl wir so in dem Holoko Cola und sonst was haben wollen. Und Jenny, wir wissen es sogar auf einmal zu schätzen, eine trockene Dattel zu essen, die wir sonst im ganzen Jahr nicht essen. Alhamdulillah, und wir freuen uns über das Essen, was wir haben. Und zweitens sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Fastende freut sich, wenn er sich mit Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Und dieser Moment, Wallah, weiß ich, dass sich das auszahlt. Und es lohnt, auszuhalten. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, alles, was mein Diener oder meine Dienerin tun, sind für sich. Das Gebet ist für mich. Ich reinige meine Sündigen davon. Das Rausgehen, das Feiern gehen, die Shisha, die weiß was ich was. Das Gebet säubert mich davon. Die Sadaqa ist für mich, ich mache nur mein Geld damit sauber. Die Hajj ist für mich, ich reinige mich nur von meinen Sünden davon. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa siyam, außer das Fasten. Das ist für mich. Und ich weiß, wie ich meinen Diener oder meine Dienerin dafür belohnen werde. Keiner kennt die Belohnung für den Fastenden an Yawm al-Qiyamah. Deswegen halten wir das aus, auch wenn es schwierig ist. Überspielen wir das Ganze mit einem Lachen und warten bis zum Iftar und weinen und essen dann. Jetzt schauspielen wir und lachen wir, wenn Iftar ist, weinen wir und essen wir. Alhamdulillah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala von euch anzunehmen. Und wenn ihr schwere Tage habt, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, euch in die Kraft zu geben.